Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Doc Podcasts. Im Business Doc Podcast geben wir jungen und auch etablierten Ärzten und Medizinern Einblicke in die Themen Niederlassung, Praxisführung und Entwicklung. Im Business Doc Podcast wollen wir Mut machen für den Weg in die eigene Praxis und wir zeigen auf, wie das Thema eigene Praxis individuell und zukunftsträchtig funktioniert. Das tun wir mit Interviews, Solo-Folgen und Reportagen und unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Was hat das Werfen von Spaghetti mit einem erfolgreichen Blockchain-Experten und Mediziner zu tun? Darüber spreche ich heute im neuen Business Talk Podcast mit dem Arzt, Mediziner und eben Blockchain-Experten Dr. Julian Hosp. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und diesmal könnt ihr wirklich unglaublich gespannt sein auf ein tolles Interview mit einem Mann, der über die Grenzen des deutschsprachigen Raums hinaus wirklich sehr, sehr bekannt ist. Julian lebt im Moment in Singapur, ist einer, ja, ich glaube schon der schillerndsten Persönlichkeiten, wenn es im deutschsprachigen Raum insbesondere um das Thema Blockchain geht. Er spaltet die Meinungen und er polarisiert, wie man heute so schön sagt. Aber er ist vor allen Dingen jemand, der neben dem Thema Zahlen, Daten, Fakten mit einer gehörigen Portion Empathie an viele Dinge herangeht. Und das hat mich sehr fasziniert an ihm und deshalb habe ich ihn hier in diesen Business Talk Podcast und in das Gespräch eingeladen. Ich möchte ihn, bevor ich euch das Interview ganz zur Verfügung stelle, aber nochmal richtig und persönlich vorstellen. Dr. Julian Hosp, bis Jahr 1986, Profisportler, Arzt, Unternehmer, Blockchain-Experte, Speaker und Bestseller-Autor. Er war fast 10 Jahre lang Profi-Kitesurfer, gehört zu den Top 10 in der Welt. Und 2011 schrieb er das Nummer 1 Fachliteraturbuch namens Kite Dictionary. Nach seiner Highschool-Zeit in Nashville, Tennessee, USA, verfolgte er sein Medizinstudium in Innsbruck. Nach dem Abschluss arbeitete er nur kurze Zeit als Unfallchirurg und entschloss sich aber dann, seinen unternehmerischen Träumen nachzugeben und es zog ihn nach Asien. 2015 veröffentlichte er seinen damaligen Bestseller 25 Geschichten für mein jüngeres Ich und hatte dann danach gleich den zweiten Bestseller mit dem Thema Grenzenlos erfolgreich. Das war 2017. Er veröffentlichte, weil er sich seit 2014 mit dem Thema Kryptowährung und Bitcoin beschäftigt, das Buch Kryptowährung, Bitcoin, Ethereum, Blockchain und so weiter. Also wer jetzt, Buch ist ein bisschen länger, wir verlinken das auf jeden Fall in den Shownotes. Und er hat dann den Bestseller Blockchain 2.0 weit mehr nur als ein Bitcoin geschrieben und ist seitdem als Speaker, als Autor, als Experte auf der Welt unterwegs. Er hat selber mehrere Unternehmen gegründet. Er hat letztes Jahr ein Unternehmen verkauft, das sich mit dem Thema Bezahlung im Bereich der Kryptowährungen beschäftigt hat und ist jetzt schon wieder dabei oder hat gerade ein neues Unternehmen gegründet und berät auch die EU zurzeit darüber, wie kann man das Thema Bitcoin und wie kann man das Thema Blockchain insbesondere auch für medizinische Zwecke einsetzen. Also nicht Bitcoin, das ist ja die Währung, die Kryptowährung, aber das Thema Blockchain für medizinische Daten, für die Dezentralisierung dieser Daten gut einsetzen. Und was hat das für Vorteile in diesem Prozess? Freut euch drauf, ist ein super Interview geworden. War ein bisschen früh am Morgen, aber das war der Zeitunterschied zu Singapur. Also, wir hören uns gleich wieder im Business Talk Podcast mit Dr. Julian Hosp. Viel Spaß. So, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück im Business Talk Podcast. Heute ist es nicht nur bei mir früh, sondern beim Julian. Ich glaube, 14 Uhr bei dir. Deshalb herzlich willkommen im Business Talk Podcast, Dr. Julian Hosp. Julian, wir steigen mal einfach ein mit der Einstiegsfrage. Wer ist Julian Hosp? Was macht er beruflich und privat mit eigenen Worten? Sehr gerne. Hi Oliver, freut mich, dass ich im Podcast sein darf. Ich komme ursprünglich aus Mils bei Innsbruck, das ist in Tirol in Österreich. Habe dort Medizin studiert auf der Universitätsklinik mit der Ausbildung zum Unfallchirurgen. Habe innerhalb vom ersten Jahr, als ich dann gearbeitet habe, als ich promoviert habe, gearbeitet und habe dann für mich viele Sachen in Frage gestellt. Ich war davor Profisportler 10 Jahre lang und habe halt so die Freiheiten dort ein bisschen so vermisst im Arztsein und habe dann gekündigt, bin dann nach Hongkong gezogen und wollte irgendwie im Medizinbereich ein Startup machen. Das ist jetzt mittlerweile 8 Jahre her, also das war 2012 und ich habe in den ersten Jahren
ewig viel rumgesucht und welche Möglichkeiten gibt es und so weiter. Und ich habe dann 2014, 2015 Blockchain gefunden als Möglichkeit, Patientendaten anders abzuspeichern, als man das vielleicht heute macht. Und es hat aber dann nicht so ganz funktioniert und bin dann so ein bisschen in die Finanzbranche rein und bin dann sozusagen heute bei Kryptowährungen hängen geblieben, obwohl mich immer noch so die Medizin eigentlich anlocken würde. Also so war der ganze Werdegang und ich habe jetzt heute ein Unternehmen in dem ganzen Blockchain-Kryptowährungsbereich und genau das und lebe heute in Singapur. Also ich bin heute nicht mehr in Europa. Genau, deshalb ist es bei dir 14 Uhr und bei mir 7 Uhr. Jetzt hast du das so leicht beschrieben. Ja, ich bin dann ein bisschen Medizin studiert, dann war ich mal Profisportler, dann bin ich nach Singapur. Du bist ja relativ jung. Also du bist heute 34. Ja, 34. Jung ist relativ, oder? Ja, aus meiner Sicht ist das relativ jung, genau. Aber du hast ja sehr viel gemacht in deinem Leben. Also du bist ja nicht einfach in die Finanzbranche später gekommen. Du hast dir viele Gedanken gemacht zu unterschiedlichen Themen. Du hast aus meiner Sicht einen unglaublich unternehmerischen Ansatz. Wo kommt der her? Ist das irgendwie in die Wiege gelegt? Sind deine Eltern Unternehmer? Bist du unternehmerisch erzogen und geführt worden? Gar nicht. Also ich komme eigentlich aus einem ganz normalen Familienhaus. Mein Vater war zwar selbstständiger Architekt, aber für mich ist es ein Riesenunterschied. Also Selbstständiger und Unternehmer, das ist für mich ein Riesenunterschied. Können wir auch mal gern noch drauf eingehen. Sehr gerne. Meine Mutter war Lehrerin und hat sich dann aber hauptsächlich um mich und meine Schwester gekümmert. Und genau, also eigentlich wenig Unternehmerisches in der Wiege. Ich glaube, bei mir war ich war da 20 und habe dann damals einen wirklichen Unternehmer aus der Schweiz getroffen. Und der hat mir so, glaube ich, so die ersten Samen, wenn man so nennen will, so ins Gehirn reingegeben oder in den Kopf reingegeben, die halt einfach Jahre gebraucht haben, um zu wachsen und zum Fruchten. Und ich glaube, es hat halt bei mir so 4-5 Jahre dann gedauert, bis ich dann wirklich verstanden habe, was diese Ideen eigentlich waren und welche Konzepte eigentlich dahinter gestanden sind. Und ja, man vergisst sowas dann halt nicht. Ja. Hm. Nichts ist ansteckender als eine gute Idee, ja. In jedem Fall. Aber sag doch nochmal, also einmal zu dem Schweizer Unternehmer, den du getroffen hast. Ich habe das in einem, glaube ich, anderen Podcast gehört. Ich habe es irgendwo gelesen in Vorbereitung jetzt auf das Interview heute. War das der Unternehmer, den du im Flugzeug getroffen hast, auf dem Rückweg? Und der ja, genau, also in der Lounge. Also ja, genau. Ich war damals noch Profi-Kitesurfer. Und ich war natürlich dann, ich war relativ viel unterwegs und habe halt nebenbei Medizin studiert und habe das halt immer so ein bisschen kombinieren müssen. Und die Firmen, die mich unterstützt haben, die waren da sehr kulant, die haben mir dann immer die Reisen zu den Events und dann wieder zurück an die Uni und so weiter bezahlt. Und das war halt wieder einer dieser Flüge zurück von der Dominikanischen Republik über New York nach Innsbruck. Und ich treffe halt in New York, bin ich in der Lounge, weil ich so viel geflogen bin, war ich viel Flieger und ich bin halt immer in Sandalen und in Boardshorts und in halt kurzen Weibchen. Ich hatte sehr lange, wirklich gebleichte Haare von der Sonne und vom Salzwasser und war halt komplett braun gebrannt und war halt da in der Lounge und dann ist halt dieser Herr bei mir vorbei und hat halt auf Englisch irgendwie so gesagt, ob man jetzt überhaupt keinen Anstand mehr hätte, dass man irgendwie in Geschäftsklamotten in der Lounge sei. Und ich habe halt nur so schnippisch zurückgesagt, ja, aber ich bin ja eigentlich in Arbeitskleidung. Und das hat ihn, glaube ich, schon ein bisschen verwirrt und das war dann halt die Lounge ziemlich voll und wir sind dann relativ nah nebeneinander am Tisch gesessen, haben so ein kleines Häppchen gegessen. Und da sind wir halt dann ins Gespräch gekommen. Da bin ich halt draufgekommen, dass er aus der Schweiz ist und ich aus Österreich und haben wir auf Deutsch gewechselt. Und dann ist halt so das Gespräch, hat so angefangen. Und er war gerade in dem Moment, wo er seine Firma, das war ein Transportunternehmen, dass er das verkauft hat. Und genau, und er war halt sehr interessiert, wie mache ich das mit Kitesurfen und mit der Medizin, wie kombiniere ich das Ganze. Und mich hat halt sehr interessiert, was er immer gemacht hat. Und ich habe mir das überhaupt nicht so vorstellen können, weil ich eigentlich schon ziemlich klar in der Medizin drinnen war. Und das war eigentlich alles, was mich interessiert hat. Aber wir waren dann über die Wochen und Monate und sogar Jahre danach viel in Kontakt. Und er hat mir halt immer wieder Tipps gegeben oder bei Entscheidungen geholfen. Und ich habe halt, wenn ich zurückblicke, dann weiß ich, es waren immer wieder so kleine Punkte drin, die mir halt heute einfach extrem viel geben und viele Sachen halt damals gegeben haben. Das war, glaube ich, sehr, sehr wichtig in dieser Richtung. Du hast es mal so schön beschrieben mit, der hat bei dir einen Deckel abgenommen. Also da ist irgendwas passiert, wo du gesagt hast, okay, ich habe eine Grenze überschritten oder ich kann Grenzen überschreiten, die ich mir bis jetzt selber gesetzt habe. Kann man das so verstehen? Ja, ich meine, ich glaube, jeder hat irgendwie, also jeder wächst in so Rahmenbedingungen halt auf. Und ich glaube, dass das ganz viel einfach für einen Menschen danach im Leben schon vordefiniert. Ich glaube, dass, was die Eltern einem für Glaubenssätze reingeben, was die Lehrer, was die Mitschüler, was das Umfeld reingibt, das ist
das bietet, also ich will nicht sagen, dass man dann nicht ausbrechen kann aus dem Ganzen, aber das bringt einen schon ziemlich in die Box rein. Und das ist halt, ich glaube, für die meisten Menschen ist ganz, ganz, ganz schwer, aus dieser Box auszubrechen. Und das startet von Religion über finanzielle Hintergründe zu, was ist deine politische Einstellung, wie siehst du Wissenschaft generell, siehst du Wissenschaft eher gefährlich, siehst du das als möglich, siehst du Geld als positiv, Geld als negativ, und all diese Sachen boxen dich natürlich irgendwie so rein, und am Ende des Tages, aufgrund von dem, wie du denkst und was du tickst, triffst du danach Entscheidungen. Und diese Entscheidungen schlussendlich über eine Kaskade resultieren dann meistens, klar, du hast ein bisschen Glück, ein bisschen Unglück im Leben, aber resultieren dann in irgendwelchen Ausgängen im Leben. Und klar, und wenn du natürlich gewisse Einflüsse hast, und gerade als Jugendlicher oder als Kind, denkt man noch nicht so viel selber über Sachen nach, aber diese Dinge formen halt einen. Und was er halt damals gemacht hat, er hat wirklich in mir ganz neue Denkkonzepte kreiert. Er hat mir Fragen gestellt, was will ich für Ziele, was habe ich eigentlich für Ziele im Leben und was ist mir wirklich wichtig? Und so diese Frage, was ist wirklich wichtig? Und das war eigentlich, ist eine super schwierige Frage. Also wenn du dann irgendwie so drüber nachdenkst, was ist dir wirklich wichtig im Leben? Und für mich war das halt damals so, ja, also mir war irgendwie damals so wichtig, also ich habe damals irgendwie so 2000 Euro im Monat gebraucht. Und ich habe mir gesagt, ja, ich brauche also 2000 Euro im Monat, dann werden alle meine Probleme gelöst. Und ich sagte, ja, aber warum? Also warum 2000 Euro? Warum nicht 10.000? Warum nicht 100.000 im Monat? Warum 2000? Und einfach, in dem Fall ging es jetzt um Geld, aber es ging um ganz, ganz, ganz viele andere Sachen auch. Da ging es danach um Familie. Es ging danach um berufliche Ausrichtung. Und einfach diese simplen Fragen, wo du einfach Denkkonzepte, die für dich ganz natürlich sind, du denkst ja nicht drüber nach, plötzlich fragst du hinten nach und dann sagst du, warum eigentlich 2000? Das stimmt, warum eigentlich nicht 5000? Und warum eigentlich Medizin? Warum nicht ganz was anderes? Mhm. Und allein diese Argumentationen, die waren, also ich weiß noch genau, wie er zu mir gesagt hat, warum Medizin? Und ich gesagt, und bei mir war Medizin war eigentlich ein sehr blöder Grund, weil ich war in Amerika in der Highschool, und da hat meine Gastfamilie dort, hat zu mir immer gesagt, sie wollen, dass ihre Kinder, und sie haben mich halt immer als ihr eigenes Kind bezeichnet, irgendwas Richtiges im Leben machen. Und für sie gab es nur zwei Möglichkeiten, entweder Anwalt oder Arzt. Also so richtig typisch traditionell, oder? Und ich habe gesagt, Anwalt werde ich sicher nicht. Also gab es irgendwie nur Medizin. Und am Ende war dann aber für mich Medizin total spannend, weil ich meinen Körper einfach sehr spannend gefunden habe als Sportler und weil ich halt anderen Leuten helfen habe können. Und seine Aussage war halt immer, glaubst du, es gibt andere Möglichkeiten, dass du Leuten noch mehr helfen kannst? Und er hat gesagt, nö, glaube ich nicht, weil als Arzt kannst du den Leuten am meisten helfen. Und dann hat er immer wieder weitergefragt. Und irgendwann stellst du das dann ein bisschen in Frage. Dann denkst du, keine Ahnung, also ich weiß nicht, vielleicht hilft jemand anderen Leuten noch deutlich mehr als wie ein Arzt. Und das waren halt so Sachen, wo halt viele, viele Grundantriebe in mir dann ein bisschen hinterfragt worden sind und halt ganz eine andere Richtung dann über die Jahre eingeschlagen haben. Und habt ihr noch Kontakt heute? Also ist ja ein Mentor für dich, oder? Gewesen. Waren wir sehr viel in Kontakt. Mittlerweile, ich meine, er ist jetzt schon deutlich älter. Ich meine, das ist jetzt 14 Jahre her. Das heißt, er ist natürlich deutlich älter. Er war damals knapp 60. Also dementsprechend heute viel ruhiger. Natürlich hat ganz andere Interessen auch heute, als er irgendwie damals irgendwie gehabt hat. Und ich glaube, ich bin auch auf einer ganz anderen Ebene. Das letzte Mal habe ich ihn vor einem halben Jahr hier in Singapur getroffen. Ich glaube, ein halbes Jahr wird es her sein, ja. Und also wir verstehen uns immer noch richtig, richtig gut. Aber es ist heute nicht mehr so wie damals, dass wir jetzt irgendwie jeden zweiten Tag irgendwie telefoniert haben oder so. Hat sich einfach bei ihm viel geändert im Leben. Er ist einfach, ja, ganz, ganz, ja, klar, ich meine, verstehe ich auch, älter geworden und auch teilweise andere Interessen. Und bei mir, ich bin auch gewachsen, oder? Mhm. Also, aber wir verstehen uns, also... Genau, gut, aber in jedem Fall. Also das ist ja das. Jetzt hast du gesagt, es ist schon 14 Jahre her, aber es ist eben auch erst 14 Jahre her. Ne? Auch das muss man ja überlegen. Es ist ein Zeitraum, wenn man jetzt gesagt hätte, du hättest das weitergemacht, was du machen wolltest, dann wärst du vielleicht jetzt im Krankenhaus tätig, jetzt eine Oberarztstelle, vielleicht auch eine Chefarztstelle, oder du wärst irgendwie in einer eigenen Praxis unterwegs. Aber das war ja fast eine schicksalhafte Begegnung, die ihr beiden da miteinander hattet. Und von daher hat sich in deinem Leben ja wirklich ganz, ganz viel verändert. Bevor wir mal auf die letzten 14 Jahre zurückkommen, du hast gerade noch eine Sache gesagt, die würde ich gerne aufgreifen. Du hast gesagt, es gibt für dich einen Unterschied zwischen dem Selbstständigen und dem Unternehmer. Wie würdest du das differenzieren? Also habe ich auch von ihm immer gelernt, der Selbstständige fragt sich immer, wie kann ich das lösen? Also was ist das Problem und wie kann ich das jetzt lösen? Das fragt sich der Selbstständige immer. Und der Arzt ist eigentlich das Paradebeispiel dafür. Der Arzt kommt von dem Patienten und stellt sich immer als erstes diese Frage. Also was hat der Patient? Was sind die Symptome? Was kann also die Ursache sein? Was ist die wahrscheinlichste Krankheit? Was sind die Differentialdiagnosen? Wie muss ich das also therapieren? Und so weiter. Also im Prinzip so dieses
dieser typische Gedanke, wie kann ich das lösen, was hat der, was ist das Problem, wie kann ich das lösen und so weiter. Der Unternehmer, der stellt die Frage, wer kann das lösen? Das heißt, der überlegt sich immer, was ist das Problem und wer kann dieses Problem am besten lösen? Und der Selbstständige hat diesen Grundgedanken und dieser Grundgedanke ist extrem gut für den Selbstständigen, aber ist sehr hinderlich eigentlich danach. Und das ist, der glaubt immer, er selbst oder sie selbst kann es am besten. Und der Unternehmer glaubt, er oder sie kann am besten Leute finden, die das richtig gut können. Mhm. Und das ist ein extrem großer Gedankenunterschied. Und die Folgen, die Konsequenzen daraus, habe ich halt als Kind extrem gemerkt, weil bei mir mein Vater, der wollte halt das Beste für seine Familie, ich meine, wie wahrscheinlich jeder Vater oder die meisten Väter, hat extrem hart gearbeitet, selbst unständig, ja, also egal, ob er krank war, es gab fast nie Urlaub bei ihm, hatte extrem wenig Zeit. Ja, warum? Weil er hat immer gesagt, ah, die anderen, die können das alle nicht. Ach, ich kann das Haus viel besser designen. Ah, die Sportanlage, nee, also das muss ich machen, weil die anderen, die können das alle nicht. Und dieser, es ist halt dieser, und da hat er sich recht, er ist verdammt ein guter Architekt. Aber das, die Konsequenzen draus muss man halt sich vorstellen. Und der Unternehmer, der geht halt ganz anders her. Der überlegt sich, okay, meine Aufgabe ist eine ganz andere. Als erstes wird zum Beispiel vielleicht meine Aufgabe sein, okay, ich werde zuerst, keine Ahnung, Patienten selbst behandeln, aber ich versuche so schnell jemanden zu finden, der für mich die Patienten behandelt. Der das, und jetzt wieder der Gedanke, vielleicht gibt es Leute, die das doch besser können als ich, auch wenn ich es mir vielleicht ehrlicherweise nicht eingestehen will. Mhm. Aber zumindest versuche ich jemanden zu finden, der sehr gut ist. So, jetzt kommt gleich das nächste Problem. Naja, jetzt fehlt mir Geld. Weil, wenn ich jetzt jemand anderen dafür bezahle, dann habe ich ja zu wenig. Also habe ich plötzlich eine neue Aufgabe. Und die neue Aufgabe ist, ich brauche irgendwie mehr Patienten oder ich muss irgendwie, was rechtlich erlaubt ist, besseres Marketing machen. Mhm. Und eben rechtlich vereinbaren. Und jetzt plötzlich komme ich drauf, ich muss das machen. Der Selbstständige macht es, der Unternehmer sucht sich jemanden, der das kann. Das heißt, er sucht sich sofort hier die nächste Person. Und dann kommt er zum nächsten Problem, zum nächsten Problem, zum nächsten Problem. Das heißt, der Unternehmer hat dann relativ schnell, baut er halt ein Team auf, skaliert das Ganze. Und der Selbstständige, der versucht immer alles selbst zu machen. Der Vorteil am Selbstständigen ist, dass der halt nichts abgeben muss, der behält sich halt selbst. Und das merkt er halt. Und der Unternehmer hat halt gerade am Anfang, tut er sich sehr schwer, weil seine Margen deutlich geringer sind als wie der Selbstständige. Der Vorteil ist halt, er kann es unglaublich gut skalieren und er ist nicht selbstständig, sondern es kommt dann irgendwann der Zeitpunkt, wo man hergehen kann und sagen kann, okay, wenn ich jetzt mal 4 Wochen auf Urlaub bin, dann geht trotzdem die Sache weiter. Und genau, das ist anfangen tut alles mit ein paar unterschiedlichen Sachen, also unterschiedliche Frage und ein Grundgedanke, der ein ganz anderer ist. Und ich glaube, viele Ärzte können sich da ein bisschen reinversetzen vielleicht, wenn man ehrlicherweise nachdenkt. Absolut, ich glaube, gerade die Ärzte in der eigenen Praxis können das tun, weil viele ja, ich beschreibe das immer so, also viele Ärzte arbeiten im Unternehmen, also in ihrem eigenen und nicht am Unternehmen Praxis. Und das spiegelt ja so ein bisschen die Frage auch wieder, wie oder wer. Ist das ein limitierender Faktor, wenn ich das nicht tue? Komme ich vielleicht dann über einen gewissen Grad an Selbstständigkeit, Unternehmertum gar nicht raus, wenn ich mir diese Frage nicht stelle, wer kann das tun für mich? Weil das würde ja auch bedeuten, ich befähige zum Beispiel meine Mitarbeiter, mir Dinge abzunehmen. Ne? Also auch, ich bilde die so weit fort, ich binde die so weit ein, ich gebe auch ein Stück weit Verantwortung ab. Limitiert mich das, also, wenn ich das nicht tue? Nein, also das kommt darauf an, was du willst. Am Ende glaube ich immer die Frage, was ist das, was du willst und mit was bist du wirklich glücklich? Mhm. Ich glaube, mein Vater, weiß nicht genau, ob mein Vater eine schönere oder tollere, bessere Karriere gehabt hätte, wenn er Unternehmer geworden wäre. Das weiß ich nicht. Ehrlicherweise glaube ich das nicht. Ich glaube, der hat, also auch wenn er vielleicht mit den Konsequenzen daraus oder den Resultaten daraus leben müssen, ich persönlich möchte es nicht. Aber er, glaube ich schon, dass er glücklich damit war. Ich glaube, der wichtige Punkt ist, sich zu fragen, was ist das, was ich will? Und dann verstehen, ich muss den richtigen Pfad gehen. Also für mich war das halt damals zum Beispiel, ich war dann 25, wie ich gekündigt habe als Arzt. Und da war halt bei mir so, ich habe mir den Pfad angeschaut, den die Leute vor mir gegangen sind. Und ich habe die Oberärzte gesehen, die Fachärzte, die Chefärzte, Leute, die, ich war damals 25, also nicht ganz 25, die waren 30, 40, 50, kurz vor der Rente. Am Ende des Tages, ich brauche nur anschauen, das ist der Pfad, den ich gehe, das ist das Resultat, das ich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit bekomme. Und das Problem ist, was die meisten Leute tun, sie lügen sich an. Sie lügen sich an, dass sie glauben, sie können den Pfad gehen, aber sie kriegen andere Resultate. Und das funktioniert nicht. Und da muss man ehrlich mit sich selbst sein. Und ich bin zum Beispiel jemand, ich spiele für mein Leben gern 2 Spiele, erstens Schach und Poker. Beide sind extrem gut fürs wirkliche Leben, vor allem Poker. Und ich merke halt,
ich kenne ganz viele Leute beim Pokerspielen, die dann da sitzen und sagen, Mann, ich habe die ganze Zeit Pech. Das ist unwahrscheinlich. Es ist unwahrscheinlich, dass du immer Pech hast. Es ist sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass wenn du immer die gleichen Entscheidungen triffst und immer die gleichen Abläufe hast, dass du zu ähnlichen Resultaten kommst. Und das lernen die halt diese Spiele sehr, sehr, sehr gut. Und ich merke das im wahren Leben auch, wo die Leute da sind und zu mir schauen und sagen, wow, also, dass du das hast oder dass du das, ja, das ist ja nicht schwer. Ich habe einfach unterschiedliche Entscheidungen getroffen. Und du glaubst, dass du selber immer die weitere Entscheidung triffst, willst eigentlich ganz was anderes, gehst aber den Weg, wo du in eine ganz andere Richtung kommst. Und da musst du einfach ehrlich mit dir selbst sein. Und das ist zum Beispiel genau etwas, was ich halt vor 14 Jahren, nicht von heute auf morgen, aber was ich halt über die Monate und über die Jahre durch meinen Mentor damals gelernt habe. Eben diese simplen Konsequenzen, und das habe ich mir nie wirklich durchgedacht. Ich habe mir nie diese Fragen gestellt. Für mich war das immer so, ja okay, ich bin halt heute da, wo ich bin, aber ich habe mir nie die Fragen gestellt, warum bin ich eigentlich da? Welche Entscheidungen in meinem Leben in den 10 Jahren davor haben denn dazu geführt, dass ich da heute bin? Und dann plötzlich merkt man das, aha, okay, krass, stimmt, okay, und wenn ich da was anderes gemacht hätte, was habe ich denn damals geglaubt? Und das ist, glaube ich, so ein Grundproblem, das Menschen heute haben. Sie glauben, sie möchten alle irgendwie nach A, aber tun Dinge, die sie alle nach B bringen. Und sie reflektieren da ehrlich nicht und glauben, dass die Dinge, die sie tun, eh nach A bringen. Dabei tun sie es nicht. Also ist die zentrale Frage tatsächlich, sich irgendwann mit sich selbst zu beschäftigen und mal zu gucken, was will ich im Leben und will ich das, was ich habe, einfach beibehalten? Bin ich auch zufrieden und glücklich damit, was ja absolut in Ordnung ist? Oder möchte ich einfach eine Veränderung in meinem Leben? Aber dann muss ich tatsächlich auch vielleicht ein Ziel definieren und auf dieses Ziel zugehen. Wenn wir jetzt mal gucken, du hast gesagt, du bist mit 25 aus der Medizin raus. Dann hat ja bei dir einiges angefangen. Du hast es gerade auch im Nebensatz gesagt, du bist Profisportler gewesen, du bist unter den Top 10 weltweit, glaube ich, der Kitesurfer gewesen, du warst viel, viel unterwegs. Ist das auch so etwas, ist das so eine Art Motivation in dir, dass du sagst, ich brauche immer neue Herausforderungen und ich suche eben immer wieder einen neuen Weg, also nicht nur A, sondern auch B? Natürlich, also ich glaube schon, dass ich gern Herausforderungen habe. Ich glaube, eine Sache, die mir halt immer sehr geholfen hat, war, und ich glaube, dass das viele, viele Menschen dann zurückhält, wenn sie dann da sitzen und dann sagen, ja, okay, ich wüsste eigentlich schon, was ich machen muss, aber ich traue mich das nicht. Und wenn sie dann auf andere Menschen schauen, dann sagen sie, ja, also bei dem Menschen, da war das relativ leicht, weil bei dem, der ist eine ganz andere Situation als ich, aus dem Grund hat der das machen können. Oder dieser Mensch, na, für dich ist es ja ganz anders, weil du bist nicht in derselben Situation als ich. Die Ausreden sind immer die gleichen. Es ist, ich habe Kinder, ich habe keine Kinder. Ich habe irgendwie viel Geld, ich habe wenig Geld. Ich habe ein Haus, ich habe kein Haus. Also egal, in welche Richtung du es drehen kannst, du findest immer einen Grund, warum Leute, obwohl sie unglücklich sind, was anderes nicht machen können und trotzdem unglücklich sein müssen. Und ich glaube, was ich halt als Sportler gelernt habe, war, dass ich selbst auf meine Fähigkeiten vertrauen kann und das auch muss. Und ich glaube, dass man da vielleicht ehrlicherweise reflektieren muss und sagt, okay, auf was kannst du dich denn bei dir selbst verlassen? Also nicht, ich verlasse mich auf irgendwas, 3000 andere Dinge, sondern was habe ich selber in der Hand? Und das muss ich für mich lernen und das muss ich für mich wissen. Und für mich war zum Beispiel, ich habe für mich so ein paar Sachen gehabt, wo ich gesagt habe, okay, ich habe genug Geld ungefähr für ein Jahr aufgespart gehabt durch das ganze Profisport und durch die Arbeit als Arzt, dass ich wusste, okay, ein Jahr habe ich. Ich kann danach immer wieder zurück. Ich war felsenfest davon überzeugt, dass es unwahrscheinlich ist, dass ich nicht keinen Job wieder als Unfallchirurg finde. Das ist unwahrscheinlich. Also von dem her wusste ich, okay, das kann immer wieder zurück. Das Zweite, was ich wusste, war, ich bin extrem gut im Lernen. Ich habe kein Problem mit viel Lernen. Ich glaube, die wenigsten Mediziner haben Probleme mit Lernen, weil wir so viel lernen müssen. Mhm. Und ich war relativ davon überzeugt, dass es fast kein Thema da draußen gibt, das ich mir nicht beibringen kann. Und ich war immer schon ein bisschen Autodidakt. Das heißt, ich habe Medizin immer am Strand und so weiter in den Büchern gelernt. Also das war ich und das wusste ich. Und das war für mich, das habe ich klar gewusst. Also nicht, dass ich jetzt das gehofft habe, sondern habe ich nur in meiner Vergangenheit reflektieren müssen. Und ich wusste, ich bin verdammt gut im Lernen. Und dadurch kann ich davon ausgehen, dass ich wahrscheinlich neue Dinge mir auch ziemlich gut beibringen kann. Ja, und wenn ich die beiden Dinge kombiniert habe, ich wusste, ich kann ohne weiteres jetzt mal ein Jahr irgendwas riskieren, weil ich kann etwas offensichtlich schon sehr gut. Und ich musste jetzt nur darauf aufbauen. Und ich glaube, dass das halt ganz wichtig ist. Und ich glaube, dass viele Menschen sich dem gar nicht so bewusst sind. In was sind sie denn wirklich gut und in was sind sie denn wirklich nicht gut? Und oft dadurch, dass sie nicht reflektieren, fokussieren sie sich auf die Dinge, die sie eigentlich überhaupt nicht können und sind dann irgendwie enttäuscht, dass es halt nicht so einfach funktioniert. Mhm.
Jetzt bist du ja jemand, der das Wissen, was du dir angeeignet hast in den letzten Jahren oder die Erfahrung, die du gemacht hast, auch weitergibst. Ich habe vorhin schon in der Einleitung gesagt, du bist ja nicht nur Unternehmer, sehr erfolgreicher Unternehmer, sondern du bist eben auch als Speaker unterwegs, du bist als Redner, du hast mehrere Bücher geschrieben sogar und du bist dann irgendwann auf das Thema Kryptowährungen gekommen, Blockchain gekommen. Ist das auch so etwas, wo du für dich erkannt hast, Mensch, ich kann lernen und mich interessiert ein Thema so stark? Ich weiß, dass das Thema gekommen ist aus der Fragestellung daraus, wie kann ich denn vernünftig mit Patientendaten umgehen? Vielleicht kannst du diese Geschichte mal erklären, weil mich würde extrem interessieren, wie das aus der Sicht heute, das Thema Blockchain und das Thema Patientendaten, aber auch Daten in der Zukunft aus deiner Sicht zu handeln ist. Ja, also das sind zwei so praktisch so Schritte gewesen. Also ich habe halt dann in den Jahren, also das war 2012, ich gekündigt habe und dann in den Jahren halt drauf, habe ich halt gemerkt, dass es viele, viele Menschen gibt, die in einer ähnlichen Situation sind, wie ich das damals war. Nämlich, sie wollten irgendwie Veränderungen in ihrem Leben, aber sie konnten das nicht, weil denen halt dieser Paul, der was mir damals geholfen hat, gefehlt hat. Und ich wollte irgendwie das weitergeben. Das, was er mir dort gegeben hat, das wollte ich weitergeben. Und daraus sind ein paar Bücher entstanden. Einmal 25 Geschichten für mein jüngeres Ich und danach Grenzenlos erfolgreich. Und Grenzenlos erfolgreich ist viel mehr in diese Profisportmentalität drin. Was habe ich als Profisportler gelernt und wie habe ich das als Arzt angewendet? Wie habe ich das dann später dann als Unternehmer angewendet? Aber im Prinzip waren das genau die Konzepte. Und weil ich halt vielen Leuten sozusagen bei dieser Entscheidungsfindung deutlich helfen wollte. Und eine dieser Entscheidungsfindungen war, und das war 2014, ich habe extrem viel im Medizinbereich probiert, das muss ich davor dazu sagen. Also egal, ob es um Stammzellenforschung gegangen ist, ob es irgendwie um Genforschung gegangen ist, ob es um irgendwie sogar so simple Sachen wie Arzttermine zu buchen über eine App und so weiter. Also die unterschiedlichsten Probleme, die mir, ich weiß noch genau, ich habe auch eine Wechselwirkungsautomatisierung, dass sozusagen Medikamente, wie die wechselwirken, dass das automatisch für den Arzt darstellbar ist und für die Patienten. Also die ganzen Probleme, die ich halt in meiner kurzen Zeit auf der Klinik mitbekommen habe, dass ich mir gedacht habe, okay, wie könnte man denn da irgendwie eine bessere Lösung dafür finden? Und da habe ich halt rumgeschraubt und rumprobiert und so weiter. Und ich bin ehrlicherweise auch einfach aus Unerfahrenheit nirgendwo wirklich weitergekommen. Entweder habe ich mir selber das nicht zugetraut oder mir hat irgendwie ein Geschäftspartner gefehlt, der mir das richtig gemacht hat oder ich selbst war einfach nicht gut genug und so weiter. Also genug Sachen, wo ich einfach sagen muss, wahrscheinlich, wenn ich heute das Gleiche nochmal angehen würde, würde ich mir deutlich leichter tun. Damals war das für mich, das ist knapp 10 Jahre her, war das einfach extrem schwer und ich habe mich nicht drüber hinausgesehen, das zu machen. Und 2014 treffe ich dann in Thailand einen anderen Innsbrucker und der hat mir von Kryptowährungen und Bitcoin erzählt. Und für mich war dieses Thema nichts Neues, weil ich habe interessanterweise 2011 von einem Patienten, der hat eine Calcaneus-Fraktur, also eine Felsenbeinfraktur, und der hat mir auch damals von Bitcoin erzählt. Und ich hab das damals als komplette Blödsinn abgeschrieben, weil ich mir dachte, was für ein Schwachsinn, so diese Digitalwährung, da gibt es so viel und das ist alles sicher nur Abzocke. Und der Knackpunkt war, ich habe dann aber in Thailand zum ersten Mal verstanden, was die darunterliegende Technologie ist. Und die darunterliegende Technologie ist nichts anderes, als wie das Daten nicht von einer Bank gespeichert werden, also Gelddaten von einer Bank, sondern dass die Gelddaten von jeder Person selbst gespeichert werden, aber komplett anonymisiert und so, dass sie niemand manipulieren kann. Weil wenn eine Person die manipulieren würde, die Daten, dann würden alle anderen Leute die Daten von dieser Person nicht mehr akzeptieren. Also so eine Art demokratisches Prinzip. Und für mich war dann damals der Gedanke, wow, das wäre doch die Lösung, dass wenn ein Patient zu mir reinkommt auf der Klinik und ich mache zum Beispiel, keine Ahnung, was Simples wie Blutgruppentest, dann bräuchte ich theoretisch diesen Blutgruppentest nicht machen, wenn er mir beweisen könnte, welche Blutgruppe ist. Der Grund, warum ich den Test machen muss, ist, weil ich als Arzt das Risiko nicht eingehen will, dass der eine falsche Blut, dass er sagt, ja, keine Ahnung, er ist null positiv und dabei ist er A negativ. Und deswegen mache ich den Test. Aber stell dir mal vor, ich könnte das garantiert nachweisen. Und er könnte das nachweisen. Und er könnte zum Beispiel, weil er garantiert die Daten mit sich mit hat. Aber so, dass die niemand anderer lesen kann, außer er selbst. Und gleichzeitig hätte er dann den Vorteil, dass er von mir, wenn er von mir neue Daten bekommt, dass er die bei sich wieder eintragen kann und er kann die Daten wieder mitnehmen und kann zum nächsten Arzt gehen. Der Grund, warum das bis heute nicht wirklich funktioniert ist, weil niemand dieser Firma oder dieser Institution vertraut, die was alle diese Medizindaten hätte, weil irgendwann werden die Daten gehackt und dann ist es ein riesengroßes Problem.
eine Blockchain, und das ist im Prinzip das, was ich dann damals verstanden habe, das ist jetzt 6 Jahre her, würde das lösen, weil es keine zentrale Einheit gibt. Das ist genau das, was sozusagen Bitcoin so spannend macht, weil es keine zentrale Bank gibt, sondern weil es eine Community ist, die das stützt. Und bei deinen Medizindaten wäre das das Gleiche. Das heißt, anstatt dass eine Person, eine Firma die Daten hat, hat jeder von jedem anonymisiert die Daten, aber niemand kann damit was anfangen, außer die eine Person, der die Daten wirklich gehören. Und das wollte ich damals halt starten, 2014. Das war für mich so dieser, wow, dieser krasse Durchbruch, weil ich halt in der Unfallchirurgie so oft gemerkt habe, wie wir Patienten reinbekommen, wir haben keine Informationen von denen. Plus die Patienten gehen dann nach Niederlanden, nach Deutschland, zurück aus Österreich und müssen alle 300.000 Tests wieder machen, weil die Ärzte alle sagen, naja, den Österreichern, da erstens haben wir nichts bekommen von denen, wir wissen nicht genau. Plus jetzt, dir vertrauen wir jetzt auch nicht als Patient, wir müssen das alles nochmal neu machen. Also irrer Duplikationsaufwand. Und das war für mich halt damals so dieser Weg rein in dieses tiefe Loch der Dezentralisierung und dieser Blockchain als Möglichkeiten. Ich habe dann aber relativ schnell erkannt, dass das für Medizin einfach noch unglaublich früh ist und bin dann eben in die Finanzbranche dort und habe dann eben mit Kryptowährungen angefangen zu arbeiten und eine der größten Firmen im Kryptowährungsbereich aufgebaut. Ja, genau, möchte ich auf jeden Fall gleich auch nochmal drauf kommen. Mich interessiert noch, beziehungsweise vielleicht kannst du für mich und für alle die, die in ähnlicher Weise wie ich unterwegs sind, das Thema Blockchain nochmal für uns alle deutlich beschreiben. Also was ist das und was macht es so sicher? Also wenn man normal, sagen wir mal, eine Datenbank nimmt und es funktioniert bei uns ja alles auf Daten mit Datenbanken, dann hast du zum Beispiel 2 Spalten. Links ist der Name und in der 2. Spalte ist jetzt zum Beispiel ein Dateneintrag. Wir können was Simples machen und sagen, entweder ist es eine Geldmenge oder wir machen eine Blutgruppe. Und normalerweise hast du eine Bank oder einen Staat oder eine Versicherung oder eine große Firma, die über diese Datenbank die Kontrolle hat. Das heißt, wenn du irgendwas ändern willst, das heißt, wenn du Geld mehr haben willst oder weniger haben willst, muss das die Bank praktisch bei sich eintragen. Bei einer Blutgruppe genau das Gleiche. Der Vorteil aus dem Ganzen ist, das Ganze ist zentralisiert, das heißt, es funktioniert sehr schnell. Wenn man dieser großen Institution vertraut, dann machen die das auch gut und es ist eigentlich relativ simpel zum Nutzen. Die große Herausforderung bei sowas ist natürlich immer, man muss dieser Firma, diesem Staat, dieser Institution vertrauen, die praktisch Herr oder Frau über die Datenbank ist. Und die bessere Lösung wäre, dass man diese Datenbank in Zeitabschnitten macht. Also nicht eine große, sondern man macht Zeitabschnitte, also Zeitblöcke. Und in diesen Zeitblöcken kann jeder, der was in diese Datenbank was eintragen will, kann jeder sagen, was er gerne eintragen möchte. Da gibt es gewisse Regeln, damit man da nicht betrügen kann, aber theoretisch, man kann die Sachen eintragen. Und danach werden, schau, jeder, der was praktisch an dieser Datenbank mitarbeitet, und das müssen mindestens dann 51% sein, das machen als Computer, also das macht jetzt nicht eine Person, die dann da sitzt und das dann kombiniert, sondern das machen als Computer über Algorithmen. Und die schauen auf das und dann sagst du, okay, weißt du was, ich möchte jetzt in die Spalte 14, würde ich gerne eintragen, dass ich Blutgruppe 0 positiv bin. So, normalerweise würde ich das jetzt, keine Ahnung, im Krankenhaus sagen und die tragen das ein. Jetzt innerhalb von einem Zeitblock sage ich das der gesamten Community. Und ich kann das so verschlüsseln, das ist über Kryptographie möglich, dass niemand sieht, was ich eintrage. Also niemand sieht, ich trage jetzt Blutgruppe 0 ein. So, die sehen nur, ich will diesen einen Dateneintrag machen. Und ich habe einen sogenannten Schlüssel, einen Private Key, der was mir erlaubt, das wie so ein Passwort zu verschlüsseln, dass das nach draußen niemand sieht. Aber ich komme dann gleich noch dazu, was mir das erlaubt. So, und jetzt ist dieser Dateneintrag da drinnen und in einem Zeitblock, und sagen wir mal 10 Minuten, danach stimmt die Community drüber ab, welche Dateneinträge kommen jetzt alle rein, 51%, Mehrheitsprinzip, dadurch ist es relativ schwierig zu betrügen, weil eine Person allein könnte das jetzt nicht betrügen. Und dieser Zeitblock wird dann an den Zeitblock davor drangehängt und das ist wieder ein Datenblock. Und diese Blöcke werden aneinander gekettet und so kommt dieses Wort Block Chain zusammen, also diese Blockkette, weil Datenblöcke ineinander gekettet werden. Und der Vorteil ist, dass ich einen Dateneintrag von früher nicht verändern kann, ohne nicht alle Blöcke zu zerstören. Und so wird eine Blockchain, also dieser Dateneintrag, unveränderlich. Und jetzt kann ich sozusagen sagen, hey, jetzt gehe ich zum Beispiel ins Krankenhaus und ich habe dieses Passwort, das sonst niemand hat, und jetzt gehe ich dort und gehe hin und dann sage ich, schau mal, Dateneintrag 14, das kannst du jetzt nicht lesen, aber ich kann das jetzt entschlüsseln. Und dieses Entschlüsseln ist garantiert, das ist ein Beweis. Also du kannst nichts anderes entschlüsseln, außer diesen einen Dateneintrag. Und jetzt kannst du den entschlüsseln und jetzt siehst du, dass ich Blutgruppe 0 habe. Und jetzt weiß ich, jetzt kann ich beweisen, eindeutig, dass ich Blutgruppe 0 habe. Niemand kann das manipulieren, niemand kann das verändern. Und jetzt könnte man es zum Beispiel so machen, dass
wenn, und meiner Ansicht nach muss das wahrscheinlich eine Regierung machen. Ich arbeite jetzt gerade mit der Europäischen Union eigentlich an einem Paper, wo wir genau an sowas arbeiten, dass wir das sowas präsentieren. Und man müsste es eigentlich so machen, dass zum Beispiel Krankenhäuser oder lizenzierte Ärzte, dass die Dateneinträge machen können, aber dass sie die Patienten selber lesen können. Mhm. Weil so kann der Patient nicht einfach hergehen und selber irgendwie einen Dateneintrag machen, sondern man sieht dann genau, aha, das Krankenhaus hat diesen Dateneintrag gemacht, keiner kann es lesen, außer der Patient und das Krankenhaus selber. Und dann kommt ein anderes Krankenhaus, das macht auch einen Dateneintrag, niemand kann es lesen, außer dieses Krankenhaus und der Patient. Und jetzt kann der Patient immer hingehen und sagen, schau mal, in diesem Zeitblock ist es eingetragen worden, hier sind meine Laborberichte oder hier ist mein Röntgen oder hier ist meine Blutgruppe oder hier ist meine Impfung und. Und ich kann das dann entschlüsseln und dann kann ich das zum Beispiel als Beweis wieder vorlegen, wie hat das damals ausgeschaut. Mhm. Und bei Kryptowährungen passiert eben nichts anderes, als wie, dass in diese Dateneinträge Geldeingänge oder Geldausgänge gespeichert werden. Mhm. Und das macht halt die Blockchain als ziemlich spannend für die unterschiedlichsten Anwendungen. Aber das hört sich ja so an, als wenn das eigentlich die Lösung unserer Probleme im Thema Datenschutz wäre, oder? Also ja, zu sagen, ja, also wenn das so sicher ist, wie du es beschreibst, also der Blockchain ist ja nicht nur in der Thematik jetzt für die Medizin interessant, du hast es gerade schon natürlich beschrieben, wo es etabliert ist beim Thema Kryptowährung, aber das bedeutet für mich ja auch, ich kann auch ganz andere Prozesse lösen, die heute unglaublich kompliziert sind, die immer wieder Vorgänge auslösen, die sehr lange Zeit dauern. Ich denke jetzt mal das Thema Verträge, das Thema Immobilienübertragung, aber zum Beispiel auch fällt mir ein, das Thema, wir haben in Deutschland ja ein sehr kompliziertes System, was die Vergabe von Arztsitzen angeht, also in der ambulanten Versorgung zum Beispiel. Ich muss sehr, sehr viel mich an die KV und an die Kassenärztliche Vereinigung, an die Bundesvereinigung wenden. Ich muss immer einen sehr, sehr komplizierten öffentlichen Akt hinterlegen. Ich muss meine persönlichen Daten hochladen. Ich muss meine Approbation, meine Facharztanerkennung und meine persönlichen Daten hinterlegen. All diese Thematiken könnte ich doch vereinfachen über das Thema Blockchain, wenn ich das richtig verstehe. Und ich könnte eine zentrale Datenbank schaffen, die Sicherheit gibt für all das, was du gerade beschrieben hast. Genial. Warum oder wie lange dauert es noch, dass wir das kriegen? Also das Problem ist, dass sie eben nicht zentral ist, sondern das Problem ist, dass es keine verantwortliche Institution geben darf, die jetzt diese Datenbank kontrolliert, sondern, das ist ja der Punkt, es muss dezentral sein. Dezentral, genau. Und dezentral bedeutet immer langsam, ineffizient. Ist ja immer das typische Beispiel. Demokratie ist eine der schlechtesten Regierungsformen. Es ist nur die beste, die wir kennen. Weil eine Diktatur oder eine Monarchie wäre zwar extrem effizient, wenn der Diktator, der benevolente Diktator wäre und sagt, ich will das Beste für das Volk und mein Wort ist Gesetz, dann wäre das ehrlicherweise die beste Regierungsform. Mhm. Aber das Problem ist, und das ist halt in 99% der Fällen so, der Diktator ist eben nicht benevolent, sondern schlecht und nützt das Volk aus und arbeitet in seine eigene Tasche. Und aus dem Grund haben wir gelernt, okay, wenn wir Demokratieprinzip machen, dann geht zwar nicht so schnell alles weiter, weil für jede Meinung gibt es 300.000 Gegenmeinungen und dann wird hier abgestimmt und dort. Und bis dann wirklich 51% sich für etwas einigen, das dauert immer. Aber dafür ist es auch sehr unwahrscheinlich, dass irgendwas Schlechtes passiert. Und eine Blockchain basiert im Prinzip auf einem ähnlichen Prinzip. Es ist extrem ineffizient, es ist langsam, es ist sehr teuer, aber es ist unglaublich schwer, diese Blockchain zu attackieren und eben irgendwie zu hacken, weil du nicht diesen einen zentralen Knotenpunkt hast, den du hacken könntest, sondern du müsstest jeden Nutzer einzeln hacken. Das ist halt extrem schwer. Und der Nachteil ist, es gibt eben nicht diese eine zentrale Partei, die jetzt sagt, okay, ich bin der Diktator, los geht's. Sondern du brauchst eben diese gesamte Vereinigung. Du brauchst viele Krankenhäuser, die sich eben da drauf stürzen und sagen, ich mache damit. Du bräuchtest viele Regierungen oder eine ganze Regierung. Du bräuchtest mehrere Versicherungen, du bräuchtest viele Ärzte. Und dieses Momentum, das ist so, so, so schwer zu erzeugen. Und das braucht aber bei was Dezentralem. Weil anders geht es halt nicht. Sonst ist es nicht, sonst funktioniert es nicht. Mhm. Das ist die große, große Hürde, was so ein System sozusagen hat. Diese Dezentralität ist sozusagen ein riesengroßer Nachteil und gleichzeitig auch ein riesengroßer Vorteil. Ist das der Grund, warum es vielleicht bei dem Thema Währung schon funktioniert oder schon besser funktioniert? Weil viel mehr Menschen von sich selbst aus schon daran teilhaben können? Ich glaube, der Grund ist einfach, weil Bitcoin, ich muss fairerweise sagen, die ganzen Tausenden an Kryptowährungen, die sind ja eigentlich, haben die ja nicht wirklich eine Daseinsberechtigung. Es gibt vielleicht eine Handvoll an Währungen, die irgendwie zurzeit Sinn machen und halt allen voran Bitcoin. Jetzt muss man auch immer die Kirche im Dorf lassen. Bitcoin hat 70% vom gesamten Markt, also ein einziger Coin und tausende Währungen teilen sich die restlichen 30% auf. Und
Und der Grund, warum Bitcoin hier einfach einen Vorteil hat, ist, und das ist einfach ein Netzwerkeffekt, weil Bitcoin einfach extrem, unter Anführungszeichen, schon am Markt ist, 10 Jahre. Und, aber selbst für 10 Jahre ist es ja noch nicht groß, wenn du dir mal überlegst, wie groß Facebook nach 10 Jahren war. Ich glaube, nach 10 Jahren war Facebook bei 500 Millionen und bei Bitcoin sind wir noch nicht mehr bei 100 Millionen. Also du merkst hier schon den riesen Nachteil von Dezentralität. Du hast einfach nur den größten Netzwerkeffekt, weil Bitcoin einfach von Anfang an die erste, und es war nicht die erste, aber es war die erste Kryptowährung, die sich durchgesetzt hat. Mhm. Es gab 20 Kryptowährungen vor Bitcoin, aber Bitcoin hat sich dann halt durchgesetzt und hat halt diesen extremen Netzwerkeffekt. Das heißt, wenn du heute ein wirklich dezentrales System hast, dann, und du startest heute, dann brauchst du mal mindestens 10 Jahre, dass du sozusagen auf eine Größe kommst, wo Bitcoin heute ist. Plus, du hast noch den Nachteil, dass du vielleicht mit anderen dezentralen Anwendungen kämpfst, also konkurrierst. Da hat natürlich Bitcoin einen unglaublichen Vorteil. Das heißt, dass wir irgendwann im Bereich Bitcoin, wenn wir jetzt mal bei Bitcoin bleiben, über ein exponentielles Wachstum sprechen, dass es irgendwann explodiert, weil der Netzwerk... Wird sicher kommen, weil du diesen Netzwerkeffekt hast. Ich meine, das Wachstum ist heute sicher stärker als je zuvor. Aber wir sind immer noch nicht... Es gibt, also das, was die Leute ja nicht verstehen, es gibt kein Bitcoin, keine Bitcoin-Firma. Das heißt, Bitcoin kann kein Marketing machen. Das heißt, die Leute, die wirklich Marketing machen müssen, das sind im Prinzip die Leute, die Bitcoin kaufen und halt sozusagen das Marketing machen, weil sie wollen, dass der Preis ansteigt, dass mehr Leute reinkommen. Und das ist ja im Prinzip auch schon mal sehr, sehr schwierig, weil es gibt kein Marketingbudget. Die Leute müssen das alles aus ihrer eigenen Tasche machen. Das war ja bei mir genauso, wie 2014 habe ich dann Blockchain kennengelernt, ich habe 2015 so meine allerersten Bitcoins wirklich gekauft und da war für mich auch eins klar. Entweder, und damals waren die Winklevoss-Brüder von, also die ehemaligen Partner da bei Facebook, da gab es ja diesen extremen Rechtsstreit und die Winklevoss-Brüder sind 2012, glaube ich, in den Bitcoin-Bereich rein und haben danach extrem gelobbyt, damit der Bitcoin-Bereich extrem groß wird. Und ich habe das für mich so als Exemplar gesehen, dass ich gesagt habe, ich muss das gleich im deutschsprachigen Raum machen. Entweder mache ich das oder im deutschsprachigen Raum wird Bitcoin nicht groß, weil die Leute immer auf andere Sachen reinfallen und oder das gar nicht merken. Und das war halt dann so 2015, dass halt so meine Mission gestartet ist, die Leute kryptofit zu machen. Und das ging halt jetzt, geht halt jetzt schon seit 5 Jahren, dass ich halt eben Bücher zu dem ganzen Thema dann geschrieben habe und die Leute versucht habe aufzuklären und versucht zu beschreiben, wie das Thema halt funktioniert und welche Sachen wichtig sind. Und ja, und den größten YouTube-Kanal in dem Bereich habe, Facebook-Gruppen. Das war einfach, aber das mache ich alles auf eigene Kosten. Das ist ja sozusagen, das ist ja nicht, dass ich jetzt sage, ey, Bitcoin bezahlt mich. Ich habe sozusagen, ich profitiere von dem, weil ich habe sehr früh sehr viele Bitcoins gekauft zu einem extrem geringen Preis. Und klar, ich habe extrem gut dadurch verdient. Also, aber es ist ja nicht, dass jetzt mich eine Firma dafür bezahlt, sondern es ist ja aus eigenem, aus eigener Motivation sozusagen. Wir machen natürlich die Verlinkung zu den Büchern, zu dem Podcast. Das ist, glaube ich, die Krypto-Show, ne? Das größte Medium, was es, glaube ich, im deutschsprachigen Raum zum Thema Kryptowährung oder zum Thema Bitcoin auch gibt. Machen wir alles in die Shownotes. Wer Interesse hat, auch deine Bücher. Also ich bin ganz ehrlich, ich wollte lesen vorher, ich habe es einfach nicht geschafft, aber weil mich das Thema auch wirklich interessiert, gerade vor dem Hintergrund dieser dezentralen Ausbreitung, wie lange dauert es noch? Also sehr, sehr zu empfehlen. Ich habe schon sehr viel Gutes von den Büchern gehört. Was mich nur noch mal interessiert, ist das Thema Bitcoin aus zweierlei Gründen. Einmal möchte ich ganz gerne mal eine Einschätzung von dir haben, wenn das überhaupt möglich ist. Wo geht das noch hin? Weil das ist ja schon ein relativ volatiler Markt. Also wenn man das jetzt mal vergleicht mit anderen Geldanlagen, alle sagen immer sofort, ja, das wird sowieso nichts, guckt dir das an, das geht rauf und runter. Jetzt ist das natürlich wie bei allen Anlageformen immer eine emotionale Sache, auch wenn ich, so wie du wahrscheinlich vor 5, 6, 7 Jahren was gekauft habe, mich entspannt zurücklehne, das liegen lasse und mir anschaue, wie es sich entwickelt und auch den Mut habe, es liegen zu lassen, also ohne Emotionen da dran gehe, dann wird das wahrscheinlich in 10, 15, 20 Jahren dazu beitragen, dass man sich noch entspannter in seinen Sessel zurücklegen kann. Aber wie funktioniert dieses Thema und wo geht es noch hin oder wo kann es noch hingehen? Kannst du da irgendwie was zu sagen? Also ich bin halt jemand, der an das Thema immer mit ZDF rangeht. Ich nenne es immer ZDF, Zahlen, Daten, Fakten. Mhm. Das heißt, für mich sind Zahlen, Daten, Fakten das Wichtigste und Emotionen, ich glaube, das habe ich halt extrem gelernt als Profisportler, als Arzt, sind Emotionen in den meisten Fällen komplett fehl am Platz. Also mit Emotionen im Notfallraum, einen schlechteren Platz gibt es nicht. Und auch als Athlet, sobald bei dir Adrenalin, also ein bisschen Adrenalin ist positiv, das mag alles sein, aber sobald du irgendwie merkst, keine Ahnung, du pumpst nur mit Adrenalin, dann triffst du extrem schlechte Entscheidungen, du stehst gewisse Sachen, also beim Kitesurfen, du stehst die Tricks nicht mehr, weil du einfach teilweise zitterst oder viel zu schnell greifst, also Emotionen komplett fehl am Platz. Und das war halt für mich immer, glaube ich, in meinem ganzen Leben, wenn ich mich durch Emotionen leiten habe lassen,
hat das nie funktioniert. Und wenn ich dann aber kurz den Schritt zurücknehme, in den meisten Fällen kann man, auch wenn es nur mal für eine Sekunde ist, einen Schritt zurückgehen, dann kann ich sofort ganz anders an Sachen rangehen. Also mir ist immer ZDF, Zahlen, Daten, Fakten. Und das ist bei mir auch das Einzige, was mich interessiert, wenn es um Investieren geht, wenn es um Entscheidungen, um Entscheidungsfindung geht. Also Entscheidungsfindung ist bei mir ganz, ganz, ganz groß. Also wie werden Entscheidungen getroffen als Team, als Einzelperson? Ganz wichtig für mich. Also, und wenn ich jetzt an die Entscheidung rangehe, solltest du in Bitcoin investieren? Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, warum schon? Wenn ja, wie viel? Und das sind im Prinzip so so ein paar wichtige Punkte. Und wenn wir uns jetzt ZDF anschauen, dann ist die Sprache eine ganz eindeutige. Man muss eines sagen, nach vorne blickend ist mir sehr, sehr schwer, in der Zeit, was passiert, Vorhersagen zu treffen, ist unmöglich. Das heißt, man muss irgendwie versuchen, aus der Vergangenheit irgendwas zu extrapolieren und damit irgendwelche Algorithmen oder irgendwelche Ideen für die Zukunft zu bekommen. Und wenn man jetzt zum Beispiel hergeht, und das ist eine ganz interessante Studie für mich, und sagt, okay, ich investiere, wie es ganz, ganz, ganz viele Anlageberater machen und sagen, ich verteile mein Geld und ich habe so ein bisschen Aktien, ein bisschen was in Anleihen, ich habe ein bisschen was in Immobilien, ein bisschen was lasse ich bar und keine Ahnung, und ich verteile das so ein bisschen. So, dann kriegen die meisten Leute, und das sagen ja auch die meisten Anlageberater, ist das also eigentlich ein Ziel, dass du so 5-7-8% pro Jahr an durchschnittliche Rendite rausholst, über die Jahre. Also manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, 5-8%. So, jetzt hast du aber bei all diesen Anlageformen, hast du natürlich ein potenzielles Risiko, weil das Kapital ist ja nicht garantiert, sowohl bei Aktien, bei Immobilien, bei Anleihen und so weiter, du kannst immer Geld verlieren. Wenn du jetzt aber hergehst und in dem gleichen Zeitraum, nehmen wir die letzten 5 Jahre zum Beispiel, und das Krasse ist, es geht auf jedes dieser letzten 10 Jahre, kannst du es machen, und du gibst 99%, lass du in Cash, also auf deinem Bankkonto, 99%, du kriegst praktisch keine Zinsen, genau was es halt ist, von mir sogar Strafzinsen, 99%. Und du wärst 1% in jedem dieser Jahre, egal welches Jahr du nimmst, hättest 1% von deinem Kapital in Bitcoin investiert. Dann hättest du in dieser Zeit, egal welchen Zeitraum du nimmst, immer das Portfolio von den meisten Anlageberatern, und jetzt rede ich nicht von irgendwelchen Banken, die dir das Geld aus der Tasche nehmen, sondern ich rede wirklich von relativ schlau angepassten Anlageportfolien, die eben kein Krypto drinnen haben, aber hättest du immer geschlagen in der Rendite. Immer, jedes Jahr. Plus das Maximum, was du verlieren hättest können, ist 1%. Das wäre praktisch alles. Das heißt, das maximale Risiko, 1%, das ist das, was die Börse teilweise am Tag schwankt, aber du hättest immer outperformed. So, diese Statistik ist nichts Neues. Die Statistik gibt es seit 3 Jahren, dass das Leute sich angeschaut haben, und jedes Jahr hat es wieder eingetroffen. Und die Leute sind aber nie bereit, ihre Emotionen aus dem Spiel zu lassen und einfach nach Zahlen, Daten, Fakten zu investieren. Das heißt, für mich gibt es, wenn die Frage, sollst du in Kryptowährungen investieren, die einzig richtige Antwort ist ja. Jetzt aber das große Kaviat. Der erste Fehler ist nicht, in Krypto zu investieren. Das zweite ist mit zu viel Kapital. Und das ist jetzt der Gegenfehler. Die Leute kommen rein und sehen, wow, die können 100% pro Jahr machen und investieren 50% von ihrem Kapital. Und das ist ein extrem schlimmer Fehler, weil das viel zu volatil ist, genau wie du angesprochen hast. Die richtige Zahl wird wahrscheinlich sein, dass man sagt, ich mache 1%, 2%. Wenn ich, keine Ahnung, 10.000 Euro auf der Seite habe, dann nehme ich 300, 400 Euro. Sind wir mal ehrlich, du hast 10.000 Euro auf der Seite und 300, 400 Euro gehen auf null runter. Unwahrscheinlich, dass es passiert, aber es geht auf null. Wird nicht viel ausmachen, weil aus deinem gesamten Portfolio waren das 3-4%. Naja, aber wenn plötzlich aus diesen 300, 400 Euro 3.000, 4.000 Euro werden, was absolut im Realistischen ist, das sind auch zum Beispiel so die Algorithmen, die Modelle, die ich so sehe über die nächsten Jahre, naja, dann plötzlich hast du eine extreme Renditeverschiebung und du hast halt extrem gut antizyklisches Modell. Und aus dem Grund ist für mich diese Entscheidungsfrage das ist nicht meine Meinung, sondern das ist Zahlen, Daten, Fakten. Bitcoin, ja, aber ja nicht zu viel, sondern 1-2%, 3%, wirst du relativ wenig falsch machen. Mhm. Und dann brauchst du einen richtigen Time Horizon, also Zeithorizont, 4-5 Jahre. Nicht 3 Monate schnell reich werden, gar nicht. 4-5 Jahre. Und ich glaube, wenn du das angehst, dann glaube ich, wirst du dein Portfolio relativ schön ausgleichen, schön absichern. Und das ist ganz egal, ob du jetzt heute kaufst, wenn Bitcoin 9.000 Dollar wert ist, oder der Preis ist 9.000 Dollar, was Bitcoin wert ist, könnten wir eine lange Diskussion haben, aber der Preis ist 9.000 Dollar. Oder ob du gekauft hast, wenn Bitcoin 900 Dollar ist. Natürlich sind 900 Dollar ein schönerer Kaufpreis, aber das ist aus heutiger Sicht. Und das ist in deiner Entscheidungsfindung, kannst du nicht das Resultat hernehmen, um irgendwie die Fakten von der Entscheidung zu verändern. Bei 900 Dollar kamen die gleichen Fragen auf wie heute.
was, Bitcoin, 900 Dollar, glaubst du wirklich, das wird je über 1000 Dollar gehen? Heute wissen wir es, aber das ist, kannst du nicht auf die Zeit zurückrechnen. Ja. Und wir werden wahrscheinlich das Gleiche machen, wenn Bitcoin bei 100.000 Dollar steht, und wir werden wahrscheinlich das Gleiche machen, sollte Bitcoin je bei 1 Million stehen. Ja. Ich finde es einen super Ansatz zu sagen, nicht zu viel Geld reinzubringen. Ich glaube, das nimmt jedem auch so ein bisschen die Sorge, dass da wirklich was passieren kann. Und wenn ich das so angehe und mal vielleicht einfach mal 3, 4, 5 Jahre mache, dann habe ich vielleicht eine gute Chance, mich selbst davon zu überzeugen, und auch das Thema Zahlen, Daten, Fakten, gerade im Bereich der Geldanlage. Aber das ist ja überall so. Also ich weiß immer, dass es Frühling, Sommer, Herbst und Winter gibt, ich muss mich nur darauf vorbereiten. Das gilt für mich bei dem Thema Geldanlage in ähnlicher Form, ne, dass ich auch weiß, ich muss vorbereitet sein und ich muss vielleicht eine richtige Strategie haben. Also auch dazu habe ich gesehen, auf deiner Seite julianhorst.com gibt es super Tipps, natürlich in deinem Podcast sowieso. Also wer da Spaß hat, sich das mal anzuschauen, du hast auch so ein paar Tipps zum Thema Geldanlage über ETFs und so weiter. Also ich habe gesehen, du bist da vielseitig aufgestellt. Wer Spaß daran hat, sich das mal ein bisschen näher anzugucken, der kann das sehr, sehr gern tun. Ich habe noch eine Sache, die ich an sich noch fragen wollte. Wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken. Das Thema Nachhaltigkeit zum Thema Bitcoin lassen wir jetzt mal weg, weil auch das ist ja ein Riesenthema, was da an Energie so rausgehauen wird bei den Minings und so weiter. Aber das ist, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Thema. Was mich noch interessieren würde, bezogen auf den medizinischen Kontext. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung langfristig gesehen, dass wir nicht nur eine Zweiklassenmedizin bekommen, sondern dass es eine Medizin geben wird, die sich nur noch die wirklich gut verdienenden Menschen leisten können, gerade wenn es zum Thema Prävention geht. Du hast das ja. Thema Stammzellentherapie schon mal angesprochen. Du hast das Thema besondere therapeutische Maßnahmen angesprochen. Meinst du, dass wir irgendwann über das Thema Entwicklung in der Medizin, gerade was das Thema Digitalisierung angeht und Möglichkeiten angeht, da eine wirkliche Zweiklassengesellschaft bekommen und das sogar weltweit? Ja, das befürchte ich wirklich. Ich glaube, wir sind da schon. Ich glaube gerade, also diese ganze Präventivmedizin, ich meine, wenn du heute Hormonersatztherapien anschaust, ich kenne einige Leute, die sehr, sehr wohlhabend sind, die so ab dem 40. Lebensjahr anfangen, wirklich Hormonersatztherapie zu nehmen. Die Studienlage ist extrem krass, was diese Sachen angeht. Teilweise noch nicht so ganz tief erforscht, aber sieht sehr vielversprechend aus. Genau das Gleiche mit Stammzellentherapie. Und ich rede jetzt nicht von Therapie, sondern in der Prävention. Und ich persönlich glaube, der einzige Weg drumherum ist, nicht das zu machen, was leider ein paar Staaten machen und das irgendwie abzugrenzen zu wollen, sondern wahrscheinlich muss man irgendwie versuchen, das weiter aufzumachen. Muss man versuchen, dass das den Bürgern allen irgendwie zugegeben wird und halt nicht nur die nach Panama reisen können und in Panama, keine Ahnung, einmal Hormonersatztherapie machen plus dann Stammzellentherapie und das Ganze kostet 40.000 Dollar, sondern dass das praktisch jeder, der will, das irgendwie kann. Und das ist so ein bisschen mein Ansatz, weil ich glaube, dass es sehr gefährlich ist oder sehr schwierig sein wird, diese Zweiklassentherapie zu unterbinden. Das wird sehr, sehr schwierig sein. Wenn ich dann hergehe und sage, die Leute, die sich das aber nicht leisten können, und die können es sich leisten, weil die müssten dann die 40.000 Dollar, um nach Panama zu fliegen, weiß nicht, ob das der richtige Ansatz ist. Mhm. Der Ansatz, herzugehen und alles zu verbieten, es wird immer die zwei Länder auf der Welt geben oder ein Land, das es irgendwie erlaubt. Und die Leute, die sich dann leisten können, die haben dann Zugriff auf das. Und das ist halt extrem schwierig, in der Welt der Globalisierung, Digitalisierung Sachen zu verbieten. Sondern du musst, meiner Ansicht nach, musst du eher hergehen und versuchen, so gut es geht, ganz wirst du es nie schaffen, aber dass so gut es geht, irgendwie Sachen einer großen Masse anzubieten und eben nicht nur einen ganz, ganz, ganz kleinen Raum. Ich weiß nicht, ob da oft die Staaten den richtigen Weg gehen. Ich meine, ich sehe das in Singapur. Ich glaube, das ist ein riesengroßes Problem auch in Singapur. Singapur ist teilweise so offen und so vorne mit dabei und hier merke ich halt, und Singapur ist ein sehr, sehr reiches Land, merke ich halt, wie die Leute alle ihren ganzen Medizintourismus nach Mittel- und also Zentral- und Südamerika machen, wegen diesen ganzen Therapiemöglichkeiten. Und weil das halt hier überall verboten ist. Naja, aber am Ende des Tages, alles, was Singapur macht, ist, sie schicken die reichen Leute alle dort weg und die ganzen Leute, die das nicht leisten können, die kriegen das halt nicht. Mhm. Also, ganz ehrlich, schwieriges Thema. Aber für mich, also ich bin eher der Meinung, dass wenn du Sachen jedem irgendwie zur Verfügung stellst, auch wenn es nie für jeden möglich sein wird, aber wenn du es versuchst, glaube ich, dass es der bessere Weg ist, als wenn du versuchst zu sagen, ja, wir verbieten das. Ja, okay, und die Leute, für die 40.000 so viel Geld sind wie für andere Leute 40 Euro, naja, die leisten sich das halt. Mhm. Und fliegen dann halt irgendwo hin. Und dann geht die Spange noch weiter auf, meiner Ansicht nach.
Da bleibt ja nur zu hoffen, dass du das Wissen, was du hast jetzt im Bereich Blockchain, Krypto und alles, was dazugehört, weiter allen zur Verfügung stellst, damit wir da einen Schritt weiterkommen. Ich glaube, dass es extrem wichtig ist, dass es Köpfe wie dich braucht, um auf gerade auf internationaler Ebene, du hast ja vorhin gesagt, du bist ja auch im Austausch, da mit den Regierungen beziehungsweise mit der EU, so wie ich es richtig verstanden habe, sodass man da einfach mal überlegen kann, wie kann man diese Dinge sinnvoll nutzen in der Zukunft. Auch das ist wahrscheinlich ein Prozess, der jetzt nicht über Monate, sondern eher über Jahre, vielleicht sogar ein Jahrzehnt braucht. Aber wenn man überlegt, was du in 14 Jahren alles aufgebaut hast, dann glaube ich, ist das ein schöner Gedanke, dass das der Menschheit, also zum Thema Gesundheit, Patientenversorgung weltweit auch zur Verfügung stehen kann. Und wenn uns diese digitale Revolution in irgendeiner Art und Weise hilft oder auch das Thema Blockchain, das Thema alles, was damit zu tun hat, durch Menschen wie dich wäre das wirklich sehr, sehr großartig. Ich habe immer so ein bisschen die Befürchtung, dass gleich dein nächster Termin reinschneidet. Deshalb gucke ich ein bisschen auf die Uhr. Ich würde gerne noch viel, viel länger mit dir sprechen. Aber ich würde ganz gerne zum Schluss mit dir nochmal so 10 Begriffe besprechen. Ich wollte an sich eine kurze Frage, kurze Antwortrunde machen. Das schenken wir uns jetzt. Sondern ich würde ganz gerne dir einfach mal 10 Begriffe geben und würde mich freuen, wenn du spontan einfach darauf antwortest. Ist das gerne. Okay. Ja. Zukunftsmedizin. Bin ich optimistisch. Leistungssport. War extrem hilfreich in meinem Leben. Spaghetti an der Wand. Sehr wichtig, viele Sachen auszuprobieren im Leben. Das lösen wir vielleicht kurz auf. Du hast mal gesagt, wenn du viele Spaghettis an die Wand wirfst, bleibt eine hängen. Das ist ja so ein bisschen das Thema, dass man viele Dinge ausprobieren muss und vielleicht eine Sache wirklich gut funktioniert dann daraus. Ja, die meisten Leute haben immer Angst, Sachen auszuprobieren, weil sie eben Angst haben vor dem einen Spaghetti, das runterfällt, weil die Leute dann immer lachen und die meisten Leute schmeißen aber nie mehr als ein Spaghetti an die Wand und können sich dann nie reinversetzen. Die ganzen Leute, denen wir hochschauen, die haben in ihrem Leben hunderte Spaghettis an die Wand geschmissen und dann ist eines kleben geblieben und dafür sind sie bekannt geworden und die Leute lachen dann immer über die 99, die runtergeflogen sind. Aber die lachen halt, weil sie es selber nicht besser gemacht haben und die Kunst ist halt als Mensch, im übertragenen Sinn viele Spaghetti in die Wand zu schmeißen. Sehr schön, ja, fand ich sehr gut. Grenzen. Sollte man respektieren, aber man sollte auch immer drüber nachdenken, ob die Grenzen nicht nur im Kopf da sind. Mhm. Passt das nächste auch gut zu? Mindset? Oh, eins der wichtigsten Dinge für mich im Leben. Die meisten Menschen, also gewonnen und verloren wird zwischen den Ohren. Anerkennung? Sollte man, also für mich auch immer eine wichtige Erinnerung, aber ich glaube generell sollte man sich vor allem von den Menschen holen, die einem wirklich wichtig sind und nicht von Menschen, die einfach nur da sind und die und wo man so Pseudo-Anerkennung bekommt. Ich glaube, das ist so fast ein Rezept, so ein bisschen unglücklich zu werden, wenn man Anerkennung von diesen Leuten will, die einem eigentlich total unwichtig sind. Mhm. Also Anerkennung ist, glaube ich, das Wichtigste. Ich glaube auch zum Beispiel, dass Menschen dann wirklich erfolgreich sind, wenn sie von den Menschen um sie herum, wenn die, also die, was ihnen wirklich wichtig sind, wenn sie da geliebt werden. Wenn sie liebevolle Familie haben, Kinder, Partner und wenn da Harmonie da ist, wenn da Respekt da ist, ich glaube, dass das der wahre Erfolg am Ende des ist. Und das braucht, dafür braucht man kein Geld, dafür braucht man nicht unbedingt Gesundheit, dafür braucht man einfach gewisse Werte und eine gewisse Herangehensweise und offensichtlich auch eine gewisse Empathie für andere Menschen. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Sehr schön. Geld ist? Wichtig, aber nicht alles. Okay. Kinder? Sind geplant. Es gibt Dinge, die kann man nicht einfach auf Knopfdruck bestellen, aber habe ich noch nicht, aber hätte ich gerne. Okay, das andere Thema haben wir schon besprochen. Das war das letzte Wort, war Geldanlage und Emotionen, aber da haben wir gerade schon sehr ausführlich drüber gesprochen. Julian, ich danke dir ganz lieb für deine Zeit. Das war eine sehr, sehr interessante Stunde hier mit dir im Business Talk Podcast. Also für alle die sich das angehört haben, haben wahrscheinlich gesehen, dass es viel, viel mehr ist oder viel, viel mehr sein kann, wenn man unternehmerisch denkt, wenn man keine Grenzen hat, wenn man sich ein bisschen was zutraut, aber wenn man eben auch nicht nur mit Emotionen rangeht, sondern auch viel mit deinem Thema ZDF. Und du hast das sehr schön beschrieben. Ich danke dir, wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg auf deinem Weg. Und ja, für alle die hier dabei waren, zugehört haben, zugeschaut haben, schön, dass ihr wieder dabei wart. Denkt immer dran an eine Bewertung, iTunes, YouTube, wo immer ihr uns hört. Und bleibt unternehmerisch. Und das letzte Wort hat wie immer mein Interviewgast. Oliver, ich sag einfach danke und ja, gerne wieder. Ganz viel Erfolg. Liebe Grüße.